Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Uncharted 3. Ja, wir sind in Syrien, in der Burg. Wir haben im letzten Part unsere verlorenen Mitglieder wiedergefunden. Denen ist Gott sei Dank nichts passiert. Und jetzt haben wir die Aufgabe, den höchsten Turm der Burg zu erklimmen. Genau, denn wir haben den Hinweis bekommen, wie auch oben, so auch unten oder irgendwie sowas. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Oh, mehr Munition. So. Ich denke mal, wir müssen uns hier gleich den Weg nach oben freischießen. Ist ein Feuerlöscher? Nee. Hier ist nichts. Hier geht dann eine Treppe nach oben. Nehmen wir dann definitiv eine Schießerei, so viel Zeug wie hier liegt. Irgendwas muss jetzt kommen. Wow! Alter! Alter! Wow! Geile Pistole! Was geht denn? Geiles Teil. Und Chloe, was zum Teufel ist mit... Was? Chloe? Chloe? Wo? Hä? Chloe? Was ging mit Chloe gerade ab? Chloe hat mich ins offene Messer laufen lassen. Chloe wurde geköpft. Ich habe es genau gesehen. Oh, sie lebt noch. Das war, glaube ich, gerade ein Grafikglitch. Sah ziemlich geil aus. Wir wären zwar fast gestorben dabei, die prügeln zu zweit auf den armen Kerl ein. Vor lauter Schock über Chloes Köpfung habe ich gleich wild in der Gegend rumgeballert. Eigentlich wollte ich sie nur finden, ich wollte eine perfekte Aufnahme von ihr. Fehler müssen festgehalten werden. Auch wenn das Entwickler nie gerne sehen. Hier gibt's nichts. Was mache ich hier? Wieso laufe ich hier dumm im Kreis? Gehen wir weiter nach oben. Wow, das war mehr als knapp. Ernsthaft, ernsthaft. Wow, was zum Teufel war das für ein Selbstmörder? Was, wie übertrieben? Wieso hat er das gemacht? Oh, toll, er schießt auch noch auf mich. Oh, Laservisier. Wuhuhu. Oh, Gott sei Dank ist er so ein Affe, ne? Ist das Cutter? Ich glaube, das ist Cutter. Ich glaube, den müssen wir nicht töten. Aber wir sind wieder in der Burg. Das war nicht Cutter! Wieso sehen sie alle aus wie Cutter? Ah, oh, Mann. Hui. Der schießt einfach bloß die ganze Zeit an die Kante. Boom, boom. Macht er hier ein Nickerchen? Wo sind die anderen hin? Da sind die anderen. Wie komme ich weiter hoch? Oder andere Frage. Was muss ich tun, um weiterzukommen? Ah, da ist eine Tür. Und... Los. Oh. Autsch. Autsch. Okay, okay. In die Eier. Wieder so ein Verrückter. Wieder so ein Schrank.
Wieso so viele Schränke? Knapp. Gott sei Dank sind diese Schränke immer so langsam. Ja, das war der letzte. Diesmal machen wir die Tür auf. Vielleicht schaffen wir es doch noch zum höchsten Punkt dieser Burg. Ah, da kommt Cutter. Chloe ist auch da. Wir haben keinen verloren. Hier oben. Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Da sind wir tatsächlich, ja. Aber hilft dir nichts, man muss ja hier trotzdem nach Schätzen suchen. Okay, hier gibt's nichts. Man kann nicht mal springen gerade. Also müssen wir hinter den Mauern oder auf den Mauern erst gar nicht nachgucken. Schauen wir, was es hier zu sehen gibt. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Mit Touchpad können Sie Drakes Tagebuch öffnen. Ich mache. Wenn du das Teleskop okay. Nicht benutzt, ich finde ihn. Ich benutze es schon. Also, den Punkt ist, wir müssen einfach nur den kleinen Wagen finden. Okay. Wie benutze ich das Teleskop? So, wir müssen also den Polarstern finden. Ah, jetzt. Ja, wir müssen auch den kleinen Wagen finden. Kleiner Wagen? Kleiner Wagen? Weißt du wenigstens ansatzweise, wo wir hin müssen? Da, kleiner Wagen, da, das ist er. Hier. Jetzt müssen wir nur noch wieder das Teleskop einsetzen können. Ich hab sie. Da. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Das ist aber sehr gut sichtbar. Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Wait! Etwas viel zu einfach, ja. Vorsicht! Runter! Oh. Los, lauf! Irgendwie trotzdem einfach. Jetzt schießen sie halt echt mit der Panzerfaust in der Burg rum. Das ist halt. So kommen wir rüber! Nicht so lange sie auf uns schießen, Mann! Hab sich immer das Gewehr! Wow! Achtung! Das war ja noch mal knapp. Der weg. Verdammten Ding wird nichts übrig sein, wenn die fertig sind. Okay. Irgendwo hat noch einer auf mich geschossen. Uncool. Achtung! Ich sehe nichts. Ding wird nichts übrig sein, wenn die fertig sind. So, wo ist der letzte? Wir geben nicht auf. Irgendwo unten? Da ist noch einer. So, jetzt ist der auch weg. Was haben wir hier noch? Hier ist, glaube ich, noch einer. Nee. Da! Böser, ungezogener Junge. Los, wir müssen weg, jetzt! Erst noch ein bisschen mehr davon einsammeln. Ich brauche die.
So. Bereit? Hauen wir ab. Los geht's! Okay, alles klar! Komm schon! Ja, wir haben es nicht so leicht. Auf! Er hat echt drauf. Kata hat's echt drauf. Komm schon, los, los! Aber wir sind immer noch kurz vorm Eingang. Was sind Sie? Hey, hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja. Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht! Mist. Hey, Mann, da! Der Turm! Was ist mit Sally und Chloe? Denen geht's gut. Sieh mal, da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute. Und weg ist er. Toll, mein Scharfschützengewehr ist weg. Für was habe ich da extra noch Munition für eingesammelt? Wo ist der denn? Ich will hier nicht entdeckt werden. Oh. Zusammenbleiben! Findet sie! Da kommt einer. Oh Gott! Er hat mich nicht gesehen. Tatsache. Was ist das? Er hat mich doch gesehen? Los, komm. Ich glaube, das hat sonst keiner gehört. Oh, da steht auch einer rum. Was haben wir hier? Da steht auch einer. Steht da keiner mehr? Hier gibt's nichts. Okay. So. Den sind wir auch los. Oh, Ninja. Ninja-Munition. Was ist das? Jo! Nichts, da ist nichts. Oh oh. Das haben sie natürlich gesehen. So, Fall um. Der Typ schmeißt über sich eine Granate. Okay. Sauber. Ah, Cutter, hey. Hi. Jetzt. Au! Yes, wir haben sonst keine Munition. Wie geil. Wieso habe ich das getan? Wieso habe ich keine Munition eingesammelt? Nee. Mikropistole muss reichen. Das ist Cutter. Wow, was schießt der auf mich? Oh, der! Alter, wo kommst du denn schon wieder her? Oh, au.
Er ist in seine eigene Granate reingelaufen? Was bist denn du für ein Trottel? Ah, Cutter. Wieso siehst du nur so aus wie die Gegner? Aber ich glaube, das war's. Jo, ich glaube, wir haben hier jetzt unsere Ruhe. Munition. Kann man gar nicht genug haben. So. Die abgesägte Schrotflinte halte ich für ziemlich nutzlos. Hier. Noch ein bisschen Muni für die Minigun. Ansonsten gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wow. Immer diese Löcher. Hey. Da. Okay, was haben wir hier noch? Okay. Viele ungenutzte Explosivfässer. Munition für die Minigun. Da geht es dann hoch. Schauen wir noch hier rein. Hopp. Sind wir hier? Nee. Doch. Nee, hier sind wir nicht hergekommen. Was? Was ist los? Irgendwas schreit. Ich glaube nicht, dass das Cutter war. Weiter nach oben hier. Hier gibt's, glaube ich, nichts. Da. Okay. Da waren wir vorher unten schon. Hier geht's rüber und hier geht's hoch. Das ist der Eingang, wo wir hin müssen. Nichts für uns rum. Was haben wir hier noch? Ebenfalls gar nichts. Na gut. Na gut. Dann auf zum beleuchteten Gang. Den man auch ohne den Polarstern sehr gut gefunden hätte. Komm, hier lang. Ganz genau. Er steht ja schon da. Komm, hier lang. Ja, da ist auch das Zeichen am Boden. Gucken wir mal rein. Oh. Das ist ein... Ja, oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Es sieht fast so aus. Gib das Teleskop. Ja, klar. Danke. Okay. Was soll das sein? Oben, unten. Was soll es heißen, dass es jetzt die Spitze des großen Wagens ist, oder was? Ich stelle mich mal hier hin. Da ist das Symbol wieder. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie die Sterne finden. Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Eine Art Zeichen oder... Da ist ein Zeichen. Warte. Ja, da. Aha. Wie unten, so oben? Ja. Okay. Ach so. Beweg das Visier nach oben. Was siehst du? Was sehe ich denn? Ich bin mir nicht sicher, was ich hier sehen soll. Nichts. Also, ganz gerade nach oben.
Warnzeichen? Diese Säulen. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sully und Chloe. Sie sind da drüben! Shit! Die haben uns! Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Wir müssen weg! Jo. Wow, shit! Wo kommt das denn her? Das ist Sully! Alter, wie geil! Sully, die geile Sau. Oh, was ist mit dem passiert? Um eine Granate zurückzuwerfen, drücken Sie Dreieck, sobald der Balken im weißen Bereich ist. Weg damit. Jetzt kriegt ihr mal eine Granate ab. Granate! Noch eine. Nice. Oh, hoppala. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ach, da ist er. Oh Gott, jetzt kommt der auch noch daher. Ich hab's ja eh schon schwer genug. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Wie wär's damit? Damit. Hey, Sully! Sehr schön. Ah, da kommt schon einer. Weg da. Okay. Was ist den hier? Was haben wir hier noch? Ich glaube, das war's fürs Erste. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal unsere Ruhe. Ah, verschwinde. Nee, ich will die behalten. Die waren nicht schlecht. Tot? Nee. Wir treffen mit dem Ding nicht. Da habe ich keine Munition mehr für. Vielleicht liegt hier was. Irgendwas, was uns hilft? Nee. Das auf alle Fälle nicht. Da hätte es die Minigun auch getan. Hier geht es nicht weiter. Schön, dass ihr so gut trefft. Ich nicht. Wir müssen näher an die ran. Wie viel hältst du noch aus? So, den sind wir auch los. Mit wieder die Mikro. Okay. Scharfschützen im Turm. Die sind zu zweit. Wie viel Panzerfaustmunition hat denn der eigentlich dabei, Sully? Also ich will mich nicht beschweren, aber... Ja, wir können die Säulen vom Turm aus erreichen. Echt? Kater, wo bist du? Ich folge dir einfach mal. Scheinst den Weg zu wissen. Komm schon.
Wir müssen sie einholen. Puh, wenn das mal nicht eine Megaschießerei war. Ich denke, das war es jetzt noch lange nicht. Ich denke, die Ballerei geht gleich weiter. Aber zuerst mal kraxeln wir im nächsten Part gemütlich diesen Turm hoch, auf dem Weg, den richtigen Weg zu finden. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Heisenbär.